Und somit wieder herzlich willkommen zum Bus-Simulator 21 beim Busunternehmen Ihres Vertrauens, die Firma Pratzenhuber. Hey, gute Nachrichten! Die neue Nachtverbindung war so erfolgreich, dass die Stadt uns einen neuen Bus bezahlt. Setzen wir ihn auf einer der bestehenden Routen ein. Gut, den haben wir hier schon, die 0. Ich habe den jetzt auch schon auf Route 2 gesetzt, genau. Und ja, fahren wir nochmal eine Runde. Ich habe mir jetzt noch nicht aufgehübscht, aber... Verlasse die Fahrkabine. Wieso soll ich die verlassen? Sollten wir mal das Ganze mal anschauen. Gut, das sieht nicht so toll aus. Ich muss aber mal gerade schauen. Nee. So, der Bus steht sicher. Und ich würde jetzt gerne diese Bushaltestelle mal eine Stufe höher bringen. Stufe erhöhen. Ist sie jetzt schöner geworden? Ich glaube nicht. Naja. So, bevor wir losfahren. Guten Tag. Sind Sie neu zugestiegen? Moment. Hier. Vielen Dank. Guten Tag. Herzlich willkommen bei Pratzenhuber. Karte bitte. Super. Sehr vorbildlich. Guten Tag, junge Frau. Haben Sie eine Karte? Oh nein. Ich habe sie verloren. Jojo. Können wir ja nicht. Ne? Mach's gleich. So, wir haben ganz viele Türen. Muss ich mal gucken, ob er die dann auch alle zumacht. Jo, sieht doch gut aus. Ich spreche gern mit meinen Enkeln über ihre Lieblingsspiele. Da fühle ich mich wieder jung. So, jetzt habe ich's. So, Blinker ist gesetzt. Geschaltet haben wir auch. Also ich bin mal gespannt jetzt. Wenn wir so mit den Kurven das hinbekommen mit der langen Kiste. Ach, nichts passiert, ne? So, warte, wir müssen links. Gut, die lassen mich vor, das ist nett. Mann, Zeitplan! Unverschämt. Auch am Sonntag sind wir natürlich mit unserer Buslinie unterwegs. Fahren durch Schlaglöcher. Ich sehe die mal überhaupt nicht, YouTube. So, kommen wir in die nächste Bushaltestelle. Das war schon so ein bisschen weiter vor. Also. Danke, das macht das Aussteigen viel einfacher. Schön, aber gut. Wow, was eine Frisur. Das ist immer toll, was du so erlebst auf einer Busfahrt. Nette Menschen. Betrüger. Leute mit langen Haaren. Mit kurzen Haaren. Mann, was macht ihr denn da schon so? Was ist denn jetzt passiert? Ist nicht die Absenkung? Die Lemon Street ist immer so schmuddelig. So. Vogelkacke überall. Aber das Beste für die Stadt, um Spaß zu haben. Zeitplan. Komm schon. Ich bin drüber. Was geht denn da extra langsam? Nächster Halt. South Route.
Wunderbar. Diese neuen Busse sind der Gipfel der Bequemlichkeit. Sag ich doch. Genau, er kennt mich schon. Wenn dieses Bibelb immer kommt, denke ich mal, hey, das ist nicht schon ja falsch gemacht, aber ich bin immer noch völlig fertig. Ganz im Gegenteil, meinst du dann doch richtig gemacht, ne? Ja, genau, schön stehen bleiben. Ich höre gerne All Directions, wenn ich joggen gehe. Schwierig hier gerade mit der Anfahrt. Ja, ich glaube, ich muss so stehen bleiben. Danke. Das macht das Aussteigen viel einfacher. Okay, dann bauen wir die doch auch mal aus. Ich hoffe, dass die Kosten wieder reinkommen, ne? So, sitzen alle drin. Ich kann noch mal kurz... Nein, das war jetzt das Falsche, sorry. Ich wollte mal... das ist der und das ist der, okay. Ja, schade, dass wir nicht im Zeitplan sind, ne? Sonst würde ich jetzt mal Kontrolle machen. Wir sind schon 4 Minuten drüber. Fahrgast nicht mitgenommen, ich habe doch da ewig gestanden. Was war mit dem? Verdammt. Gibt doch wieder eine Google-Bewertung. Hallo? Ach, du bist das, Rüdiger. Ja, pass auf, sind meine... Nee, es geht um meine Haare. Ja, die Haare, die wachsen... Also momentan, die wachsen jetzt nur noch. Ich weiß nicht, was du gemacht hast. Ich brauche einen Haarschnitt. Nicht Arschtritt, Haarschnitt. Wann kann ich vorbeikommen? Hast du Termine? Also die Haare sind tatsächlich schon geil. Echt gut. So... Muss ich jetzt auch noch ausbauen und wenn er hier noch das luxuriöste. Ich kann ihn hier ausbauen. Was soll das? Bin ich gerade bei der Ach, hier bin ich. Bam. Stufe erhöhen habe ich gemacht. Auswählen. Okay. So, jetzt gucke ich aber nochmal, ob da noch jemand steht. Keiner da. Ne? Ihr habt es gesehen. Ich bin zwar spät dran, aber ich muss leider nochmal kontrollieren. Ja, vielen Dank. Sie haben eine Fahrkarte? Weil es halt irgendwie keiner mehr vorne. Du hast schon, okay. Guten Tag, Fahrkarte? Klar. Na, Fahrkarte? Basiert Spring of Affection auf einem Buch? Und hier ist, ist es besser als die nochmal. Serie? Mann, 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 Mann. Hier. Danke. Okay, nächstes Mal sollte ich den. Oh, ist ja echt luxuriös, ne? Die Kiste. Schön mit Holz und so. Für geschenkt. Echt nett. So. Aber naja. Bei so einem Weltbusunternehmen, Firma Bratzenhuber, da spendiert man auch gerne mal einen Bus. Ich war hier doof, ne? Ich sperre die ganze Kreuzung. Da ist ein Stück vor. Ich habe Tickets für All Directions. Ich kann es kaum erwarten, ihr neues Album zu hören. So, Endstation, dann bitte alle aussteigen. Bis dann. Mach's gut. Sind alle ausgestiegen? Jupp. Sind alle draußen. Gut, die kann auch nochmal ausgebaut werden hier.
Stufe 3 sogar, okay. Was sind denn deine Mutationen? Okay. So, also. Aber die Türen so. Wieder eine Route zuweisen. Ne? Ja, wir könnten nochmal Route 2 fahren. Wie Kohle haben wir denn jetzt überhaupt? Warte mal. 116.000. Mann, wir müssten den Bus nochmal lackieren. Wo sind wir denn aktuell? Müsste mal hier oben hinfahren. Ne? Paint Paradies. Oder wir fahren noch eine Runde. Ich glaube, wir fahren noch eine Runde. Jetzt fahren. Natürlich nochmal den. So. Ja. Ich vergesse mal das Absenken. Aufsenken, sagt man doch dann, oder? Nächster Halt, South Amador Street. Ja, schön ausholen, immer dran denken, dass wir da hinten noch was dranhängen haben, ne? Uhr haben wir noch. Ich will jetzt mal versuchen, dass wir echt pünktlich sind. Wart ihr denn schon wählen heute? Ich habe diesmal per Briefwahl das Ganze übernommen. Meine Frau oder Freundin. Ja, ist irgendwie beides. Wurde verdonnert als Wahlhilfe. Das war bestimmt auch mal ganz spannend. Ich bin gespannt, was er zu erzählen hat. Von euch schon mal jemand gemacht, Wahlhelfer? Was packst du denn da? Jetzt gibt doch keine Zeit, Mann. Ganz schön knapp bemessen die Zeit, ne? Noch 3 Sekunden. Da schon mit einer Verspätung rein. Da hätten wir auch jetzt lackieren können. Aber das macht jetzt dann. Wenn sie Stunde. Na, Stunde wird nicht reichen. Ein Tag zu spät kommt zur Bushaltestelle und sagst: Hey, tut mir leid, ich muss noch zum Lackierer. Das kommt nicht gut. Ja, die gucken schon auf die Uhr. Na, aber hier alles immer ausbauen soll. Gut, okay. Da steht auch keiner mehr draußen. Können Fußballmamas eigentlich Papa-Witze reißen? Nächster Halt. Nimitz and Seadrift. Jetzt mal schauen, ob wir vielleicht mal einen Werbepartner bekommen.
So, noch 45 Sekunden bis zur nächsten Haltestelle, haben wir Zeit. Wir müssen aufs Gas drücken, also gut festhalten. Ich glaube, viel zu schnelles Fahren und so, da kriegst du jetzt keine Bestrafung. Ich meine, wir fahren jetzt hier Hardcore. Gut, ich weiß nicht, ob da irgendwann mal Blitzer auftauchen. Das könnte natürlich auch sein, ne? Ui. Fünf Haltestellen zu spät erreicht. Oh Mann, Schlagknopf mitgenommen, Fahrgast nicht mitgenommen. Buswartung 5000. Das ohne Unfall, okay. Aber 19.000 plus ist okay. Ich baue die jetzt nicht aus. Ich koche meine Katze und mir. Okay, ich baue sie aus. Zack. Machen wir gleich auf 3, dann muss ich nächstes Mal dann wieder gleich. Und ich denke mal, das bringt dann später schon was, ne? Ganzes Jahr die Brücke zu streichen und dann fangen sie von vorne an. So geht das seit Jahren. Ja, Planung ist alles. Ne? Also wenn ich jetzt dann manchmal dann doch von außen gucken, dann teilweise auch gerade bei diesem Langen, ist dann doch noch schwieriger. Ne? Ausbauen, ausbauen, ausbauen. Hey. Hi. Ich komme, Moment. Ich sollte auch niemand durchfragen. Was machen wir an der nächsten Haltestelle? Machen wir eine Kontrolle. Das musst du aussteigen. Was sind wir denn hier? Ist das da unsere Linie? Jo, Linie 1. Nein. Mann! Ihr blockiert zwei Busse. Danke fürs Verständnis. Haben Sie überhaupt eine Fahrkarte? Ja, hier, bitte. Danke. So, hören Sie mal, entweder rein oder raus. Fahrkarte? Wo hab ich denn... hier, bitte. Glück gehabt, ne? Wir sind gleich drin. Lohnt sich ja der Riesenbus nicht. Sagen Sie mal... Einen Augenblick. Hier ist sie ja. Wenn nichts mit Schwarz geht. So. Nächster
Als ich jung war, gab es dieselben Bands wie heute. Gute Musik und oh, so hübsche Jungs. Endstation. Ich hab mich abgesehen. Sind alle raus. Das sieht gut aus. Okay. Ich lass mal einen Kollegen übernehmen. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Restsonntag. Und fahrt demnächst wieder bei uns mit. Macht's gut. Ciao, der Typ. So, wenn wir das schon Strafzettel bezahlen. Verdammt. Was ist denn der Eingang? Entschuldigung.